Glücksberg. Fleißige Bürger gehen voller Sorgfalt, Begeisterung und Spaß ihrer täglichen Arbeit nach. Es gibt kein Verbrechen und jeder arbeitet fürs gemeinsame Wohl. Glücksberg ist eine Katastrophe von Stadt und verdient es, dem Erdboden gleichgemacht zu werden. Dann wollen wir doch mal Glückstadt und besuchen gehen. Und damit willkommen zurück zu Dungeon Keeper 1. Wenn wir mal eine der Bonusmissionen machen sollen, schreibt es mir mal in den Kommentaren. Wir können ja mal die versuchen, alle zu spielen, die wir jetzt seit hier haben. Würde mich freuen, wenn ihr da was dazu schreiben würdet. Und wir haben dann nur noch mit der Mission 1, 3 Missionen noch vor uns. Dann haben wir die böse Kampagne fertig. Und Glücksberg tun wir schnell mal auf Pause drücken. Und schauen uns erst einmal um. Diese Mission. Ich weiß nicht, ob es ein Kreatur mitnehmen gibt. Aber hier sollte man nach links buddeln. Warum nach links? Hier unten gibt es nämlich Juwelen. Hier gibt es keinen anderen Keeper. Wir treffen nur auf die Kräfte des Guten hier. Es wird auch hier kein Heilen geben. So heißen, wir können keine weiteren guten Einheiten hier uns holen. Was ich auf jeden Fall schmeckt. Mach mal hier Geld, hier das. Und sofort nach hier drüben buddeln. Wir gehen auch direkt hier herunter. Nehmen das aber nicht ein. Wir buddeln uns drumrum. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Sollten das nicht eigentlich 3 sein oder 4? Da kommen sie ja schon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Weg. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Bitte kümmere dich mal schnell um den. Und wir haben keinen Level 10er im Feld. Stelle ich gerade auch fest. Eigentlich hat man hier einen Level 10er Imp. Hier auch ein bisschen aufpassen, wo man hinbuddelt. Kann sein, dass wir sogar jetzt schon neu starten müssen, weil ich zu weit hochgebuddelt habe. So, das Eck nehmen wir hier mit. Könnt euren Imps keine weiteren Aufgaben geben. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Ich möchte das noch nicht nehmen. Ihr habt nicht genügend Gold. Weil das ist nämlich Kreaturen klonen. Wenn wir 20 Imps haben, würde ich das gerne machen. Ihr habt nicht genügend Gold. Aber da haben wir auch gleichzeitig 2 Vampire. Wir müssen auch das so sehen, wir müssen ja alles hier auch verstärken. Ihr habt nicht genügend Gold. Ich habe jetzt nämlich gerade gedacht, dass ich mich die ganze Zeit schon noch gemutet habe. Aber dem war Gott sei Dank nicht der Fall.
sich dem Ende zu. Euer Aufenthaltsort ist den örtlichen Helden bereits bekannt. Sie beeilen sich schon, ihre Truppen gegen euch in Bereitschaft zu versetzen. Das ist jämmerlich. Ist verdienen es wegen ihrer Unverschämtheit, den Kopf unter den Arm zu tragen. Fünko. Ihr habt nicht genügend Gold. So, dann haben wir's. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Die Anzahl eurer Kreaturen wurde verdoppelt. Dann hier bitte auch gleichzeitig. Weil hier sollte man nach und nach schon eine Schatzkammer bauen. Dann haben auch die Imps nicht so weit zu der Schatzkammer. Oh doch, wir haben einen Level 10er Imp. Bitte hier das zu planieren und zu verstärken. Und dann werden wir, wenn wir das alles verstärkt haben, hier wird Ascho das Möglichste getan. Das ist schön. Das ist das Schöne, wenn man so viele Imps hat. Das geht wirklich ruckzuck, dass das alles verstärkt wird. Ja, die Schatzkammer kann man jetzt halt noch ein bisschen schicker machen. Einen weiteren Imp brauchen wir jetzt halt wirklich nicht. Dum, dum, dum. Einfach mal erkunden. Weil hier rennen auch einige Kreaturen rum, die wie würde ich sagen, noch die wir einfach haben können. Und auf der Karte sehen wir schon, die Helden sind da. Die Helden dieser Region besitzen Schätze von großer Macht. Selbstverständlich gehören diese Dinge in eure Hände. Ich bin sicher, dass ihr die Besitztür
Ja, die auf eure Weise klären könnt. Ja, das können wir eindeutig auf unsere Art und Weise klären. Zahltag. Was wir natürlich auch machen könnten. Sollen wir das machen? Warum eigentlich nicht? Wir haben zwei Level 10er und die sehen jetzt. Hier sollten eigentlich keine schlimmen Gegner erst einmal kommen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Hehe, ich glaube, das tun wir. Dann haben wir unsere Vampire was zu tun. Dann machen wir hier auf, weil dann ist es auch eine kleine. Gegner ist durch eure Wände Nein, ist er nicht. Das kann ich bezeugen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ein neuer Spruch wurde erforscht. Ein Eingang wurde erobert. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Weg. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Nicht vor meinen Vampiren flüchten. Die wollen bloß Euer spielen. Gegner ist durch eure Wände gekommen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Hier sind auch noch mal zwei Gruppen. So bin ich diese Mission noch nie angegangen. Muss ich auch dazu sagen. Ein neuer Raum wurde erforscht. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Ein Eingang wurde erobert. Autsch. Der Zauberer lebt auch nicht lang. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Ein neuer Spruch wurde erforscht. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Ein größeres Versteck. Eure Das sollen sie haben. Den Sieg davon. Ein größeres Versteck. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Glaube ich. Unterliegen im Kampf. Hätten wir jetzt noch einen Friedhof, würde sich das alles richtig lohnen. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Euer Gegner ist durch eure Wände gekommen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ein neuer Raum wurde erforscht. Eure Untergebenen Tschüss. Tragen den Sieg davon. Auch mal ein bisschen spannend, wenn man hier. Okay, mit zwei Level 10er Vampiren. Aber wie gesagt, so habe ich bin ich diese Mission noch nie angegangen. Hau mal auf. Ein neuer Spruch wurde erforscht. Okay, zwei Level 6er Bogenschützen.
Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. In eurem Dungeon sind jetzt neue Kreaturen. Okay. So, dann hier noch. Ein neuer Raum wurde erforscht. Dann haben wir schon mal die Baracken. Gefängnis können wir noch nicht bauen. Ich würde gerne wissen, was da dahinter ist. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ein neuer Raum wurde erforscht. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen die Bogenschützen hätten wir auch ködern können, wenn wir wollen. Im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ein neuer Spruch wurde erforscht. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Erledigt. In dem Punkt, da haben wir schon mal den Geduldes. Verborgene Welt finden. Oh. Ihr habt ein verborgenes Königreich gefunden. Begebt euch dahin, wenn ihr dieses Land erobert habt. Ein neuer Raum wurde erforscht. Tag, Tag. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ich brauche euch nicht sagen, wer hier gewinnt. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Wie viele Imps habe ich? Oh, wir haben schon 9 Stück verloren. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Hier ist eine Schatzkammer. Ein neuer Raum wurde erforscht. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eine Falle wurde hergestellt. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon.
diese neugierigen Imps hier. Hier müssen wir uns auch noch mal durchgraben. Vielleicht erkennen die ja, dass hier oben auch was ist. Weil hier oben müssten auch irgendwelche Level 10er Feen sein. Euer Gegner ist durch eure Wände gekommen. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen ist doch nicht so freilich hier. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ja, wir haben kein Heilen. Eure Bibliothek ist zu klein. Was sind noch zwei Fliegende? Da haben sogar unsere Vampire richtig Probleme gekriegt. Okay, Feen sind wirklich auf Range wirklich hart im Nehmen. Euer Dungeon wurde verstärkt. Okay. Dann könnte man eigentlich das Gold hier auch noch abbauen. Weil für was brauchen das denn die Guten? Das Gute kann das ja eben nicht nutzen. Also, warum sollten wir uns nicht darüber hermachen? Sich auf den Gegner. Level steigern. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch schauen, wo. Noch mehr Gegner rumlungern? Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Mal eigentlich auch hier eine kleine Verbindung machen, weil dann müssen die nicht so weit laufen. Eure Kreaturen haben ein mysteriöses, magisches Kästchen entdeckt. Eure Kreaturen wurden mit Erfahrung gesegnet.
Level 2er Zauberer. Schauen wir mal, wie lange wir diese Zauberer haben. Es fehlt nur noch der Ritter. Weil ich denke, wir haben eigentlich schon... Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Eine Falle wurde hergestellt. Dann haben wir noch das. Könnten wir uns eigentlich hier rüber buddeln auch noch. Und so. Ich habe eigentlich die Mission so immer gespielt. Ich habe erstmal alle Helden sozusagen hier kommen lassen und dann habe ich eigentlich einen großen Kampf immer irgendwo dann geführt. Ich denke, Vampire gibt es hier nicht mehr. Bogenschützen. Wenn welche kommen, ja. Weil es nur in dieser Region dieser Köderraum funktioniert. Wenn da halt keine Gegner mehr sind, die man ködern kann. Nee, da hört sich auch nichts danach an. Nope. Jetzt haben wir ja ein bisschen Zeit, dass wir... Oh, da oben ist eine Schatzkammer. Nope. Weg damit. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. So, dann haben wir wieder 4 Stück. Dann diese 30 Stück, die wir sonst immer haben. Hört euch mal da kurz auch durch. Das wäre super. Diese Schatzkammer hier unten auch weg. Achtung, der Ritter kommt. Wir kommen, um die Welt vom Bösen zu befreien. Das ist eine große Armee. Weil der hat eigentlich im Normalen... Eins ist er selber ein paar Barbaren. Keine Level 9er. Ein Tandler. Der ist schon mal deutlich stärker. Es kommt halt in dem Punkt mit dem Mod, diesen, ja, Community-Mod dazu, dass die Entwellen ein bisschen stärker sind. Jetzt müssen wir noch ein bisschen trainieren. Das sind 2 Waves. Okay. Never mind. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen werden angegriffen. Okay.
Ey, das waren mehr, es sind mehrere Wellen gerade gewesen. Kreaturen unterliegen im Kampf. Dass da drei Wellen gerade kommen, das ist... Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ihr habt dieses Königreich erobert. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Wow! Eure Kreaturen. Ganzen Drachen hat es gerade zerlegt. Den Sieg davon. Dann wird das halt hier gleich von Vampiren so wimmeln. Ja, das war eigentlich die ganze Map. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und wie gesagt, schreibt mir bitte in den Kommentaren, was ihr als sozusagen, ob man auch... Ein Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden. Ja, wir haben genügend Vampire. Ob wir auch schauen, ob wir nicht die... auch mal eine Bonusmission sozusagen machen, die fällt. Aber da würde ich eine ganze Mission... selbst wenn man... die nicht schaffen sollten, würde ich die trotzdem mal versuchen zu spielen. Weil das nämlich ein bisschen... Die sind wirklich schwer. Und wenn dann mal... Weil das sind jetzt, glaube ich, drei Stück. Und die sind natürlich alle zeitlich begrenzt. Und die würde ich, wenn ihr wollt, alle in eine Folge reinpacken. Und wenn man das sagt, nö, braucht man nicht. Weil es ist nur eine spezielle Kreatur. Wir können, es kann sein, dass wir einen Level 8er Vampir haben oder einen Drachen bekommen, eine Fee zum Beispiel und so weiter. Da gibt es wirklich einiges, was man da kriegen könnte, sozusagen. Ja, aber vielen Dank fürs Zusehen. Ich speichere hier nochmal, weil ansonsten geht es mir so in der letzten Mission, dass ich die nochmal nachspielen darf. Also, bis dahin. Ciao, ciao. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug.